Ahoi Kratujana und herzlich willkommen zu unserem neuesten Infovideo. Günther Lütjens wurde vorgestellt auf dem offiziellen Dev-Blog der World of Warships Entwickler und Mr. Lütjens bringt einige interessante Sachen mit sich. Deutscher Elite-Kapitän. Da warten wir ja schon seit Ewigkeiten drauf, also einen brauchbaren deutschen Kapitän. Es gab ja schon einen deutschen Kapitän mit verbesserten Fähigkeiten, der war aber eher so semi-gut. Ob Mr. Lütjens sich jetzt so richtig lohnt und ob wir uns darauf freuen können, er soll mit Update 0.8.11, also circa in, ich glaube, anderthalb Monaten, irgendwie so in dem Dreh. Was haben wir gerade? 8.9, glaube ich. Also 8.11 dauert noch ein bisschen. Und da wird er wohl veröffentlicht und das wird interessant, denn Mr. Lütjens bringt ein paar interessante Sachen mit sich. Erstmal 4 einzigartige Fähigkeiten, die er hat, zusätzlich noch verbesserte Skills. Wir fangen mal mit den Skills an. Präventive Maßnahmen haben wir hier. Das ist in der Skillliste oben links das zweite, sprich, dass unsere ganze Secondary Flak etc. nicht so schnell kaputt geht, unsere Türme und so weiter. Da hat er einen verbesserten Wert drauf, wie hoch steht hier leider nicht dabei. Dann haben wir noch Expert Marksman, das ist die Elite-Schütze, dass sich unsere Türme schneller drehen. Ein sehr, sehr wichtiger Skill, auch für die Deutschen und da bin ich sehr froh, dass er den hat. Und er hat noch einen Skill dabei, da habe ich mich von so ein bisschen am Kopf gekratzt, denn das betrifft die deutschen Flugzeugträger. Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Improved Engine Boost Skill. Da muss ich erstmal gucken, was ist das überhaupt? Ich habe hier mir eine Wiki-Seite rausgepickt. Improved Engines, das müsste das hier sein. Increased the Speed of Carriers Squadrons. Sprich, vom Flugzeugträger, die Staffeln sind mit Herrn Lütjens schneller. Das heißt, wir haben hier einen Elite-Kapitän, der überall einsetzbar ist. Die, durch die anderen Sachen hier auch noch keine Frage. Aber so richtig durchknallt, wenn wir den auf den Flugzeugträger setzen. Deutschen Flugzeugträger. Da gibt es aber nur die Graf Zeppelin. Und nun, meine Freunde, da Herr Lütjens ja für Flugzeugträger angedacht ist, kam mir so der Gedanke, kommt da ein weiterer deutscher Flugzeugträger vielleicht? Dass wir Herrn Lütjens nicht bloß auf der Zeppelin haben, nein, sondern auf verschiedenen deutschen CVs. Kommt ein deutscher CV-Zweig eventuell? Alles interessant. Da könnt ihr auf jeden Fall gleich mal wieder eine ganze Menge schreiben in den Kommentaren. Ihr kennt euch da ja ein bisschen besser aus, was die Flugzeugträger angeht. Ich bin ja nicht so der Flugzeugträger-Kapitän. Womit ich mich aber auskenne, ist die Nachladezeit bei den Deutschen. Die ist eigentlich ganz in Ordnung, bloß die Genauigkeit ist immer so eine Sache. Wir kriegen hier aber 2 Fähigkeiten, die sind sehr ähnlich. Einmal die Nachladezeit für die Secondary wird verringert, wenn wir eine bestimmte Anzahl von Abzeichen, also für Secondary-Treffer, erhalten. Die eure Secondary schießt, ihr trefft den Gegner und oben rechts seht ihr immer die Bänder. Das werden immer mehr, immer mehr, immer mehr, je nachdem, wie oft ihr trefft. Ab einer gewissen Anzahl an Bändern bekommt ihr dann eine reduzierte Nachladezeit für eure Secondary. Ist geil. Bei den Deutschen, die Secondary ist ja recht wichtig, gerade bei den Schlachtschiffen. Was bei den Schlachtschiffen auch noch wichtig ist, ist die Hauptbatterie-Nachladezeit. Und lustigerweise haben sie theoretisch das erste, was wir hier haben, komplett kopiert. Und ab einer gewissen Anzahl mit der Hauptbatterie bekommt ihr auch noch einen Nachladezeit-Boost für die Hauptbatterie. Und alle denken sich jetzt so, yo, das klingt ganz schön stark. Fand ich auch. Muss man mal gucken. Ich meine, das beides kriegt ihr, gut, das erste vielleicht mit der Secondary nicht unbedingt jede Runde hin. Das mit der Hauptbatterie würdet ihr jede Runde hinbekommen. Und das ist etwas, was ich dann doch schon rundenentscheidend kann es gerne mal sein. Wenn ich, sag mal, in den ersten 5 Minuten das aktiviert bekomme und den Rest der Runde habe ich dann irgendwie 2-3 Sekunden weniger Nachladezeit irgendwie in dem Dreh. Wäre ein bisschen sehr heftig. Da hoffen wir mal, dass die Entwickler nicht übertreiben, weil sonst wird Herr Lütjens absolut Pflicht auf jedem deutschen Schiff. Auch wenn es bloß die Hauptbatterie ist, auch bei allen Kreuzern, auch bei allen DDs wird das Ding dann Pflicht und alle anderen Kapitäne könnt ihr in eine Tonne kloppen. Ne? Da geht man in den Premium-Shop, kauft sich Lütjens dann 30 Mal und dann habt ihr für die Deutschen ausgesorgt. Gut, geht noch weiter. Reicht ja noch nicht, ne? Hauptbatterie, also Reduzierung der Nachladezeit und die Secondary auch, nach einer gewissen Anzahl von Treffern. So, Wiederherstellung von Hitpoints. Ihr repariert euch so gesehen. Das bekommt ihr, wenn ihr eine gewisse Anzahl an Bändern erhalten habt für Spotting. Da fragt man sich jetzt, Spotting? Sprich aufdecken? Wäre wohl was für ein Zerstörer. Moment. Das wäre ja eigentlich auch was
Für ein CV, das wäre ja theoretisch auch was für ein Schlachtschiff, was vorfährt. Ist ja irgendwie überall sinnvoll. Ihr bekommt tatsächlich HP wiederhergestellt, wenn ihr eine gewisse Anzahl an Aufklärungsbände erreicht habt. Sprich, wenn ihr an der vordersten Front steht und die Gegner als erstes seht, dann bekommt ihr dieses Aufklärungsband und dann wird eine gewisse Anzahl von Hitpoints hier repariert. Wow. Das soll ähnlich so arbeiten wie Repair Party, wie das Verbrauchsmaterial und wird be activated repeatedly, also es wiederholt, es kann auch mehrmals aktiviert werden. Findet bloß ich das ein bisschen heftig? So von der reinen Idee her, das ist krass, das ist, hallo? Ich da vor mich hin dümpel und da geht ein DD auf, da geht er wieder zu, da geht er wieder auf, da geht er wieder zu, geht er wieder auf, da kriege ich ja jedes Mal so ein Spotting-Ding hier. Ha. Interessant. Muss man mal gucken. Also, wenn es wirklich so sein sollte, dass wir uns da mehrmals in Runde teilweise reparieren können, als ob wir Repair-Party geklickt hätten, dann gute Nacht. Also, das würde bei den Deutschen, es würde keine Alternative geben. Dieser Kapitän wäre absolut Pflicht. Das würde gar nicht anders funktionieren. Anders ist es natürlich, wenn das erstmalige Spotten in der Runde gemeint ist. Das steht hier leider nicht dabei. Hier steht bloß für Spotting. Spotting heißt für mich über die ganze Runde hinweg, selbst wenn es in den letzten 3 Minuten ist. Sollte es für das erstmalige Spotten der Gegner das geben, dann wäre es bloß für die DDs interessant, die am Anfang, sag ich mal, gleich auf die Fresse gekriegt haben vom CV oder so und werden dann repariert. Heftig. Also, das liest sich egal aus welcher Perspektive, es liest sich einfach bloß extrem stark. So, bei dem letzten, das wird euch jetzt alle, gut ein paar wird es vielleicht interessieren, wir haben hier eine einmalige Verringerung der Aircraft Restoration Time. Das heißt, wenn eure Flugzeuge abgeschossen worden sind, dann dauert es bei einem Flugzeugträger eine gewisse Zeit, bis die wieder hergestellt sind, so gesehen, bis ihr die wieder losschicken könnt. Wenn ihr keine mehr habt, wenn eure Hangar leer ist, müsst ihr warten, bis die wieder hergestellt sind und dann schickt ihr die los. Hier ist es so, dass diese Zeit reduziert wird. Der Wert da steht auch nicht mit bei. Bekommt ihr nach einer gewissen Anzahl von Torpedo-, Bomben- oder Raketentreffern, sprich, egal was ihr nutzt als CV, so oder so werdet ihr das irgendwie bekommen und dann sind eure Flugzeuge schnell wieder bereit und ihr könnt die gleichen dann wieder nutzen. Okay, für alle CV. Also ich weiß nicht bei der Graf Zeppelin, wie der Verschleiß ist an Fliegern. Ich spiele die zu selten, als dass ich da jetzt irgendwie was zu sagen könnte. Zu den ganzen anderen Sachen hier kann ich euch sagen, es ist verdammt stark. Aber das hier mit dem Flugzeugträger, das müsst ihr jetzt hier einschätzen. Finde ich ganz cool, dass man da die Zeit ein bisschen reduzieren kann. Je nachdem, wie gut ihr trefft, umso schneller könnt ihr eure Flieger wieder einsetzen. Aber wenn die Graf Zeppelin auch keine Probleme hat, die Flieger nachzudrucken und wieder Richtung Gegner zu schicken, dann ist die Fähigkeit eigentlich überflüssig. Also nochmal, wir haben hier 4 Talente. Gute Talente, da ist nichts mit bei, außer das für ein CV, das ist so semi-gut. Sagen wir 3 extrem starke Talente, ein gutes Talent, wenn man CV spielt. Und wir haben 3 verbesserte Skills, wovon in meinen Augen 2, oder sag mal, das hier präventive Maßnahmen ist gut. Expert Marksman ist geil und Improved Engine Boost, ja, betrifft bloß die CV-Fahrer wieder, ne? Gleicht sich ein bisschen aus. Aber bei diesen ersten 3 Sachen hier, wenn sie hier die Nachladezeit, wenn sie da übertreiben, habe ich Riesenbauchschmerzen. Und die Heilung kriege ich auch Riesenbauchschmerzen, wenn sie da wirklich das machen, dass eine normale Repair-Party, normale Verbrauchsmaterial, die Reparaturmannschaft da gestartet wird. Das wäre viel zu heftig. Und das muss nicht sein. Günther Lüttchens, sonst halt sehr interessant, weil richtiger deutscher Elite-Kapitän. Was leider nicht dabei steht, ist, dass er irgendwie veränderte Schüsse hat. Sprich, bei, wie heißt er noch, Yamamoto und bei Halsey, da war es ja so, wenn ihr schießt und wenn ihr das aktiviert habt, dann habt ihr ja veränderte Farbspuren, veränderte Schussspuren. Das sieht dann so ein bisschen schicker aus und sieht der Gegner dann auch gleich, oh, da ist einer mit einem guten Kapitän drauf. Und dazu haben sie leider gar nichts geschrieben. Hoffe ich mal, dass er das auch noch irgendwie bekommt. Sonst echt interessant. Und vielleicht erwartet uns hier mit 0.8.11 mit dem Update irgendwas Deutsches. Eventuell ein neuer Flugzeugträger. Wäre mal interessant, ne? Auf T8 haben wir einen. Vielleicht kommt einer auf T6 oder T10. Dazwischen gibt es ja leider nichts. Was ich mir auch noch vorstellen könnte, dass die Mainz ins Spiel kommt. Dass der passend dazu ist. Oder dass die Odin sogar irgendwie ins Spiel kommt. Vielleicht kündigen sie auch einen Split an jetzt von den deutschen Schlachtschiffen. Irgendwas so in der Richtung. Weil, wir sind ehrlich, 0.8.11 ist mit den
Ist mit den italienischen Kreuzern soweit alles fertig? Da dürfte denn nichts mehr offen sein? Da müsste bis zum letzten Schiff müsste alles dann drin sein und zur Verfügung stehen. Und das heißt, wir brauchen wieder irgendwas Neues. Und eventuell ist Günther Lüttjens dann schon der Auftakt für etwas Neues Deutsches, meine Freunde. Würde mich freuen, dass für die Deutschen auch mal wieder was kommt. Hatten wir schon länger nicht mehr. Was hat überhaupt bei den Deutschen mal? Kreuzer sind schon ewig da, die Ds sind auch schon ewig da. Haben wir in den letzten anderthalb Jahren überhaupt irgendwas Deutsches gekriegt? Klar, vor ein paar Jahren, deutsche Schlachtschiffe war ja der Hammer, deutsche DDs waren so lala. Aber haben wir schon ewig nichts mehr Neues. Also vielleicht sind echt die Deutschen mal wieder dran und ich glaube, das würden wir alles sehr feiern. So, das soll es aber gewesen sein. Günther Lüttjens, in meinen Augen extrem stark. Kommt wahrscheinlich im Premium-Shop, könnt ihr euch dann alle kaufen. Oder irgendwie im Spiel dann halt erspielen. Und eure Meinung dazu jetzt in die Kommentare. Und dann können wir ja mal ein bisschen über Herrn Lüttjens diskutieren. Haut rein, bis zum nächsten Mal hier bei Team Krado. Bewerten wie immer, nicht vergessen.